Hallo und herzlich willkommen bei Möbel Höffner. Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und möchten gerne den Inhalt Ihres Kühlschranks überprüfen, damit Sie fix noch etwas einkaufen können. Oder Sie sind auf Arbeit und können von dort aus den Backofen anschalten. Und wenn Sie nach Hause kommen, dann ist das Essen schon fertig. Und was halten Sie von der Idee? Sie liegen im Bett am frühen Morgen, sind noch ein bisschen müde und können aber ganz einfach mit dem Handy Ihre Kaffeemaschine einschalten und werden dann ganz sanft vom Kaffeeduft geweckt. Hört sich gut an? Das finde ich auch. Das alles ist möglich mit Home Connect und Ihren Bosch Hausgeräten in Ihrer neuen Küche von Möbel Höffner. Sie benötigen dazu ein Smartphone oder ein Tablet und schon kann es losgehen. Und mit der dazugehörigen kostenlosen App können Sie Ihre Geräte verbinden, kontrollieren und auch steuern. Werfen wir doch als erstes mal einen Blick in den Kühlschrank. Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und möchten am Nachmittag einen richtig leckeren Kuchen backen. Sie wissen aber nicht genau, was Sie an Zutaten zu Hause haben und was nicht. Ganz einfach, auch hier hilft Ihnen Home Connect weiter. Denn über die App können Sie ganz einfach einen Blick in Ihren Kühlschrank werfen und nachschauen, was noch da ist. Und wir sehen hier, es ist nur noch ein Ei da, also Eier müssen wir definitiv kaufen für unseren Kuchen. Wie funktioniert das? Nun ganz einfach, im Kühlschrank sind Kameras verbaut, einmal hier und einmal hier. Diese werfen einen Blick in den Kühlschrank und verraten uns, was an Inhalt noch da ist. Und auch hier sehen wir live, es ist wirklich nur noch ein Ei da. Also, ab zum Einkaufen! Richtig smart ist auch der Backofen. Ist dieser mit Home Connect verbunden, können Sie ihn ganz einfach zum Beispiel von der Arbeit aus starten. Und dann, wenn Sie nach Hause kommen, haben Sie wertvolle Wartezeit gespart und können gleich genießen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Sie am Morgen auch ein leckeres Gericht in den Backofen hineingegeben haben. So richtig toll ist auch die dazugehörige Rezeptfunktion in der Home Connect App. Denn hier finden wir ganz viele leckere Gerichte. Und ich habe heute mal Lust auf vegetarisch. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem richtig tollen Spinat-Nudelauflauf? Und das Schöne ist, wir finden hier nun die ganzen passenden Mengenangaben dazu, wie der Nudelauflauf zubereitet wird und am Ende natürlich auch noch die Temperaturen und die Zubereitungszeit für den Ofen. Eine richtig tolle Kaffeemaschine sollte natürlich in einer gut ausgestatteten Küche auch nicht fehlen. Den Kaffeevollautomaten von Bosch kann ich natürlich auch mit der Home Connect App verbinden und bedienen, und zwar egal, wo ich mich zu Hause befinde. Und dazu wähle ich einfach den Kaffeevollautomaten in meiner App an und hier kann ich auch die Stärke einwählen, ob normal oder stark. Jetzt brauche ich einen starken Kaffee und drücke einfach auf Start. So, mein Kaffee ist fertig, nur holen muss ich ihn mir schon selbst. Oder vielleicht geht das auch über die App? Wow, klappt ja doch. Und am Ende des Tages landen die ganzen schmutzigen Teller und Tassen im smarten Geschirrspüler. Und hier sorgt die Tab-Counter-Funktion dafür, dass Ihnen nie wieder die Spülmaschinen-Tabs ausgehen. Denn Home Connect erinnert Sie rechtzeitig mit einer Push-Nachricht daran, neue einzukaufen. Aber es gibt noch ein ganz tolles Feature, was Sie mit Home Connect in Ihrem Geschirrspüler einstellen können. Der Geschirrspüler ist hier im Innenbereich mit LEDs ausgestattet. Und über den Menüpunkt Emotion Lights können Sie nun ganz einfach Ihre Lieblingsfarbe auswählen. Ich mag das Eisblau ganz gerne. Kochen, backen, einkaufen und genießen macht mit Home Connect in Ihrer neuen Küche von Möbel Höffner so richtig viel Spaß. Es erleichtert tägliche Aufgaben und spart vor allem Ihre Zeit. Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren möchten, dann besuchen Sie Möbel Höffner in Ihrer Nähe, rufen Sie uns an oder gehen Sie ins Internet unter www.höffner.de. So, und ich mache mir jetzt noch einen leckeren Kaffee und programmiere schon mal für morgen ein. Tschüss und bis bald!